Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich hab mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle! So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, 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 was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles whoa, whoa, zu sehen, was whoa. Wir... Halten Sie mal die Luft an. Sally, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja. Und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Hä, was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee. Nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Wir haben die uns hier draußen gefunden. Ach, die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben Sie diesem Kerl getan? Ja, das ist eine lange Geschichte. Nicht leiden, was? Weniger reden, mehr schießen! Beeil dich, Sally. Du bist umzingelt! Okay, das ist nicht gut. Was ist das? Hau rein, Sally! Oh, meine Kaution kriege ich dann wohl nicht zurück. Die Kamera, die kommt! Ach, Gott sei Dank. Ins Wasser! Ja. Moment! Was soll das denn? Okay. Los! Okay. Los! Ja, ja! Ich kann mir wohl keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elina Fischer ist.
Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht, sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Ja. Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Steht da sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut, denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird überstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir das. Das darf doch nicht wahr sein. Hey! Ich hätte es echt wissen müssen. Warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's zu. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Habe ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt habe? Riskant, klar. Aber als er es rauskriegte, war ich schon... Nate, hörst du mir eigentlich zu? Ich lausche gebannt. Ach, du Undankbarer. Meinst du wirklich, dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig.
Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sally. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Mann, da findet man leicht eine Nonne im Bordell. Na, das sieht doch gut aus. Er hat das wohl gebaut, die Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Klingt hohl. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Gut gemacht, Kleiner. Hol die Taschenlampen. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Huh? Das und ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Huh? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Hier, lass mich mal. Ich halte sie auf. Versuch du, sie von innen zu blockieren. Eilig, Nate. Okay, lass los. Das müsste halten. Mach schnell, Sully! Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Wir müssen den Schrott irgendwie wegräumen.
Cool. Ich weiß nicht was. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Ganz schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich seh's mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. Hey, pass gut auf da unten. Ja. Okay, das bringt was. Ach, sag nicht, du gehst da drin schwimmen. Es gibt Schlimmeres. Nicht schlecht. Ich nehme den hier. Ah, sieht sicher aus. Ich hab's geschafft! Nichts passiert! Oh. Jetzt sieht es aus, als hätten wir endlich Glück. Das will ich danach auch hoffen. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine Riesengoldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. El Dorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist!
Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Hier hören Sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Halt, Sally, hörst du das? Sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Schau sich einer das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hä? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und geb dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Gegen Tetanus gehen? Sehr witzig. Okay, bin drin. Was siehst du? Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut und Suppe. Was? Wo kommt die denn her, mein leicht verwester Freund? Ich glaube, die Spur ist wieder heiß geworden. Wie das? Tja, hier liegt ein Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Aber die Prägung darauf habe ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Yeah.
Gemütlich. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Das gibt's doch nicht. Was gefunden, Kleiner? UK-2642. UK. UK. UK-2642. Bingo! Alles klar bei dir? Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Bist du da? Sullivan! Das ist wohl nicht gut. Auf geht's. Hey, hey! Deine Freunde, Sully? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Gray. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche mit ihm. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet der immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! Sully! Also Dreckskerl! Haltet ihn! Cowboy.
Das ist fürs Abhauen am Dock. Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus. Es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja. Und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Ich sehe ihn. Glaube ich. Ja, hier lang. Sind Sie überall so beliebt? Ja, irgendwie scheine ich den Abschaum anzuziehen. Tut mir leid. Kein Problem. Ist Ihr Gedächtnis gut? Ja, wieso? UK-2642. Haben Sie das? Ja, was ist das? Koordinaten der Kriegsmarine. Ich glaube, es ist das Versteck von Eldorado. Eldorado? Das Problem ist, die Mörder von Sully wissen das auch, Mist! Wenn sie den Schatz gefunden haben, brachten sie ihn sicher auf diese Insel. Und Drake folgte ihnen. Und worauf warten wir dann? Ich krieg die Story und Sie kriegen, was auch immer Sie eben suchen. Ja. Na los! Hey, das ist hier kein Ponyhof, klar? Ich kann schon auf mich aufpassen. Außerdem schulden Sie mir was. Schätze, das tue ich. Wir folgen der Spur des Schatzes von Eldorado und sie führt hierher, auf diese kleine Insel mitten im Pazifik. Sehen wir sie uns mal an. Und hoffen, dass wir die Ersten sind. Erwarten uns die Ruinen einer alten Kolonie und spanisches Gold? Oder warten auf dieser Insel dunklere Geheimnisse auf uns? Bei sowas schaltet keiner mehr weg. Zum Teufel war das? Flugabwehrfeuer? Das ist nicht witzig! Wir brennen! Weg mit der Scheißkamera! Wir müssen springen! Springen? Gibt's hier überhaupt Fallschirme? Man könnte ja mal nachsehen! Ich funktioniere sie noch! Das werden wir gleich wissen! Hast du das schon mal gemacht? Na klar! Du springst, zählst bis fünf und ziehst die Leine! Jetzt los! Kommst du auch? Bin zu beschäftigt! Mach schon! Oh. Oh. Wir sehen uns unten! Ich komm gleich nach! Ja.
Fremde wollen mich töten. Die Karte liegt im brennenden Flugzeug. Elena ist weg, vielleicht auch tot. Fängt ja gut an, Nate. Gut aus. Ich muss vorsichtig sein. Das darf doch nicht wahr sein. Durchs Fenster springen. Ja, gut. Ja, gut, das hält mich aus. Keine Spur von ihr. Das kann sehr gut oder sehr schlecht sein. Pinto! Siabaini, die Terra Tijara. Sialando! Chepatal Buca Pinto! Ah, Tai! Es klappt! Da ist er oben! Los, Anzeki! Nicht gut. Oh. Mist!
Herrje, Elena, wo bist du? Ah, Moment mal. Was kann in dem Turm so wichtig sein? Wow, verdammter Mist. Gleiches Symbol. Aber was hat das mit dem Turm zu tun? Ich bin so frei. Danke. Okay. Wo zur Hölle ist sie? Die sind nicht spanisch, die sind englisch. Wow! Fletcher, wir sind zum großen Turm gegangen. Hoffentlich treffen wir uns dort. Francis Drake? Wow! Du hast es geschafft. Aber was hattest du vor? Wie fühlt sich das an? Das muss Drakes Turm sein. Wo kann sie sein? Oh, nein, 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 nein. War bestimmt Drakes. Was hast du wohl gesucht, hm? Sieh an. Kommt mir bekannt vor. Hm. Sie haben nie abgelegt. Elena. Hey, da ist sie. Aufgepasst!
Scheiße! Oh nein! Ich bin vielleicht kein so toller Schatzsucher wie du. Aber hier wirst du Eldorado nicht finden. Wie bist du denn da wieder reingeraten? Naja, eigentlich hatte ich vor, dich zu retten. Oh, wie süß von dir. Traditionelle Sandsteinquader und Putz. Kalkmörtel, Hey, woher weißt du denn das alles so genau? Meine Serie. Sendung 4. Baumeister der neuen Welt. Ja. Ein Ruck und die Stangen sind raus. Was? Na halt, Moment, bist du sicher? Los auf dem Weg, Burgor! Epatan, mach die verdammte Tür auf! Los jetzt! Na toll. Hey, Drake. Eddie Raja. Ich hätte es wissen müssen. Faszinierendes Dokument, was? Dieser Sir Francis war wohl in meiner Branche unterwegs. Red dir nichts ein, Eddie. Unfreundlich wie eh und je, hä? Ich sag dir was. Bring mich zum Gold, dann lass ich dich vielleicht am Leben. Ach ja? Das war's? Jetzt sterben oder dir helfen und dann sterben? Na, schwere Entscheidung, aber weißt du, ich nehm jetzt sterben. Hey, Kamu! Hör zu, du Made! Auf dieser verdammten Insel soll es einen Schatz geben. Und jetzt sterben meine Leute. Man kann nicht mal ohne Feuerschutz vom Pissen rausgehen. Und es kommt nichts dabei herum. Ich mach dir ein faires Angebot. Du hilfst mir, den Schatz zu finden. Und wer als letztes überlebt, kriegt das Gold. Und die Kleine natürlich. Die Kleine? Ach, Eddie, die ist doch schon weg. Die ist längst runter von der Insel. Hilfe holen. Dai Guqing, du warst noch nie gut beim Pokern. Ich werde sie finden. Glaub mir, was kann eine Frau allein schon ausrichten? Und? Komm schon! Danke. Hey, verdammt! Okay. Gut gemacht. Danke. Hey, hey, Fuka, Pito! Festhalten! Hey, die Kamerika! Hinterher! Ihnen nach! Los, los! Oh! Rinde ab! Wo lang geht's? Nein! Ich habe sie! Kommen Sie! Ha ha ha!
Lass sie weg! Oh, Klippe! Sie ist... Geschafft! Hätte nie gedacht, dass das klappt! Wer war dieser Typ? Bloß ein alter Geschöpfer! Ah, Vorsicht! Oh nein! Festhalten! Oh nein! Festhalten! Nate! Okay. Nimm meine Hand. Okay. Das war's. Alles klar? Bei mir ja. Aber du blutest. Ach, das ist nur ein Kratzer. Nichts wie weg hier. Was? Komm schon! Wo soll's denn hingehen? Hey, Eddie! Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet mich los? Nein, nein. Die junge Dame hat nur eine Rundfahrt bei mir gebucht. Schnauze! Ihr arbeitet doch auch für die. Was? Ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten, stimmt's? Verdammt, der Typ spinnt! Eddie, entspann dich, Kumpel. Ja, ihr habt leider verloren. Und sitzt hier fest. Also, her mit der Karte. Festhalten. Na gut, du hast mich. Das ist nur fair. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Eddie. Ich hol nur die Karte, ganz wie du willst. Ich sagte, festhalten. Mach ich. Dann gib sie her. Wie jetzt? Ich soll doch stillhalten. Dann wirst du sie dir wohl holen müssen. Taikamo! Los, los! Verdammt nochmal! Die geben wohl nie auf. Okay. Das war ein Riesenfehler. Allerdings. Hätte vor der Brücke drehen sollen. Sehr witzig. Oh, komm her. Ich zeig dir was. Das Ding läuft noch? Aha. Schau mal her. Okay, siehst du dieses Hafengebäude? Dort mussten alle Schiffe, die hier anlegten, ihre Ladung löschen. Wenn der Schatz von Eldorado also hierher kam, dann wurde er genau hier entladen. Warte mal, was war das? Was? Zurück. Ja. Halt, stopp. Aha. Das da. Damit können wir abhauen. Komm mit! Wieso denn abhauen? Gibst du auf? Hallo, unsere Freunde sind leider in der Überzahl. Bisher ging's doch gut. Ich weiß nicht. Elena, ich habe absolut keine Lust, dich auf dem Gewissen zu haben. Also los! Ach komm, du kannst ja aufgeben, wenn du willst, aber schieb's nicht auf mich. Gut, ich bin's, okay? Ich gebe auf. Kommst du oder nicht? Und das war's? Du willst einfach so tun, als wüsstest du nichts von Drakes Schatz? Unser Leben ist wichtiger als das hier. Okay. Okay. Hör zu, wir müssen auf jeden Fall zurück zum Hafen. Mach nicht so ein Gesicht. Streiten können wir später. Das wird toll. Halt. Diesmal fahr ich. Okay. Los. Ich verstehe das nicht. Wie verschwindet einfach eine ganze Kolonie? Wir kriegen Gesellschaft. Auf das Fass!
Ja, jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Ich habe mal was gelesen über einen verfluchten Inka-Schatz. Es könnte ja sein, dass... Sag jetzt nicht, du glaubst an sowas. Ich meine ja nur, mir ist was Schlimmes passiert. Eine ganze Kolonie verschwindet nicht einfach. Ja. Und wie erklärst du das? Danke. Vielleicht kommen wir mit dem Kabel da hoch. Finden wir es heraus. Ich bleib hier und pass auf das Fahrzeug auf. Versuch du doch mal einen Weg zu diesem Turm zu finden. Diesen Turm erreichen. Ich warte dann am Zollhaus auf dich. Geh mal weg! Na gut, jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. Wow. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Ha, danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh, ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich habe ihn quasi geerbt. Sick... Pavis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte, mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Oh, ich sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was?
Warum bleib ich nicht hier und du kommst gleich wieder und holst mich ab? Okay, was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Ich bin hier sicher. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Schaff das alles an Bord. Hey! Los, mach schon, mach schon! Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate! Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hä? Hier. Was? Vergiss den Kram dann doch nicht. Achtung, Achtung. Und jetzt. Er lebt. Beeilt euch. Ich weiß nicht, Nate. Ich meine, vertraust du ihm wirklich? Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe es. Wir müssen hier wegfahren. Das ist wirklich komisch. Nein, Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind Sie hin? Nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay, es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet oder er kriegt eins auf die Mütze. Auf die Mütze hau ich ihm so oder so. Wie kann denn so etwas passieren? Da sind Brandspuren. Aha. Jemand hat hier Pulver reingestopft, um alles in die Luft zu sprengen. Sei vorsichtig. Einige dieser Bretter sind verdammt morsch. Elena, das reicht nicht! Die andere Hand! Du musst sie loslassen! Verdammt! Schon okay. Komm schon. Gehen wir. Komm. Der Fluss müsste direkt zum Kloster führen. Alles klar? Okay. Gehen wir rauf zum Kloster und sehen nach, was los ist. Ich sehe sie! Oh. Rennen Sie nicht so. Eddies Jungs könnten überall sein. Ach Quatsch, die Typen haben wir doch lange abgehängt. Oh mein Gott! Das ist ja widerlich. Hätte ich doch bloß meine Kamera. Also, die Spanier haben Fallen gebaut, um ihr Gold zu schützen?
Das waren sicher nicht die Spanier. Sieh dir mal die Spieße an. Unglaublich, vollkommen irre. Das ist von unserem Flugzeug. Wie, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wer stellt solche Fallen auf, wenn die eigenen Leute überall auf der Insel sind? Niemand. Etwas war hier, seit die Falle zuschlug. Etwas oder jemand? Halt! Glaubst du etwa... Hörst du das? Was denn? Nichts. Absolut nichts. Wir werden beobachtet. Beobachtet? Weißt du was? Ich glaube, ich habe mich geirrt. Wir sollten lieber abhauen, sonst sehen wir nachher genauso aus wie der arme Kerl da. Okay. Da sind sie doch! Mist! Die Gefangenen! Bleib in Deckung! Die Jungs haben Laservisiere! Nagelt sie fest! Ich höre. Die Bibliothek sichern. Lass sie nicht zu Sullivan. Ja, Sir. Der Alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit. Wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen. Ich trau diesem Typen nicht. Nate, ich habe ein ganz mulmiges Gefühl hier. Ich weiß, ich auch. Finden wir Sullivan, dann hauen wir ab. Ich halte fest, während du das Tor aufmachst. Bereit? Okay, lass jetzt los. Langsam! Ich sagte langsam! Jobbt in einer kleinen Bar auf den Philippinen. Mann, ihr Lächeln war zum Herzerweichen. Aber, oh, ich schwör's euch, die war so gefährlich, wie sie heiß war, wenn man sie betrogen hat. Die war so winzig, bestimmt nicht größer als 1,50. Sie nannten sie den Kreisel. Bist du bald mal still, alter Mann? Die Geschichte haben wir schon 10-mal gehört. Ja, habt ja recht, Jungs. Muss wohl am Alter liegen. Warum zum Teufel brauchst du überhaupt so lang? Tja, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die meisten Bücher halb verrottet sind? Und dazu auf Spanisch? Ja, beeil dich. Der Boss wartet auf dich. Hey, da oben! Oh, Mist. Oh nein! Diesmal hast du kein Glück. Na, oh, toll. Schieß! Hoffentlich lohnt sich das. Du bist tot. Oh Mann, das wurde aber auch Zeit. Für eine Leiche siehst du ganz gut aus. Hast die Kleine doch mitgebracht. Die Kleine? Hey, wenn sie nicht wäre, würden wir dich jetzt nicht befreien. Falls das überhaupt nötig ist. Was soll das denn heißen? Naja, Sully, merkwürdig ist es schon. Ja. Du gibst den Typen den Tipp. Und kehrst dann von den Toten zurück. Nicht so voreilig, klar. Roman hat Killer auf mich gehetzt. Ich musste Zeit gewinnen. Zugegeben, es war dumm. Ich dachte nicht, dass sie uns folgen würden. Sully, wir wären längst mit dem Schatz auf dem Heimweg, wenn du einmal in deinem Leben deine vorlaute Klappe gehalten hättest. Ja, und du hättest mal meinen Puls nehmen können, bevor du abhaust und mich zurücklässt. Gut,
Das ist jetzt alles egal. Und wie kommt es dann, dass du hier putzmunter unterwegs bist, hä? Das werdet ihr mir nicht glauben. Ah? Was? Sir Francis Buch hat dich beschützt? Ja. Yeah. Ich dachte, sowas passiert nur im Kino. Naja, verdammt wehgetan hat's trotzdem, glaubst du? Glaub jedenfalls, als sie merkten, dass ich noch lebte, machte ich Roman klar, dass er ohne mich nie an den Schatz kommt. Und seitdem führe ich sie an der Nase rum und warte auf dich. Und wo sind sie jetzt? Ah, weißt du, die Folgen meiner falschen Fährte hinter dem Kloster, das hält sie oft Trab. Hier. Drake hat alles rausgekriegt. Mit diesem Symbol markierten die Spanier ihre Geheimlager. Der Schatz ist hier, versteckt im Kloster. Wo das Symbol ist, da ist das Lager. Alles, was wir wissen müssen, steht hier. Alles Hinweise, die uns direkt zum Schatz führen, ist ein Kinderspiel. Prima. Wenn ihr beiden dann mit der Verbrüderung fertig seid, stehe ich aber nicht wieder alleine da, oder? Versuch's gar nicht erst, Sully. Ihr rechter Haken hat's in sich. Mag ich mir. In diesem Raum ist mehr, als es den Anschein macht. Bestimmt. Vielleicht die Statuen. Noch eine Bibliothek. Und jetzt? Moment, das kenne ich doch. Sieht ganz gut aus. Hey, lass mal sehen. Ja. Okay. Ihr zwei bleibt hier, ich werde mich mal umsehen. Oh, nein. Du gehst da nicht alleine runter. Ja, hier wimmelst nur so von Romans Leuten. Ja, und einer allein ist viel leiser als drei. Ich komm schon klar. Und ihr seid hier sicher, diesen Raum kennen sie nicht mal. Okay, nimm das mit. Lass es auf Kanal 13, den benutzen sie nicht. Und sprich mit uns. Okay, geht klar. Mach das Ding wieder zu. Ja. Nate? Pass auf. Na klar. Mach ich immer. Da! Wo kommt der denn her? Ah! Okay, Land der Toten. Ich komme. Alles, was wir wissen müssen, steht genau hier. Ist ein Kinderspiel. Wie zum Teufel will er die Statue überhaupt hier rausbekommen? Ja. Er ist da drüben! Zieh dich durch, Arschloch! In Ordnung. Oh Mann, die Typen sind überall. Das ist vollkommen inakzeptabel. Was erwarten Sie von mir, Roman? Meine Leute sterben wie die Fliegen. Ich kann nur schwer glauben, dass ein Mann ihre ganze Besatzung auslöscht. Oh, es ist nicht nur Drake! Verdammt! Ich sage Ihnen, die Sehnsucht ist verflucht! Genug. Nehmen Sie Ihr Piratenpack und gehen Sie. Nein, Sie werden mich nicht los. Sie schulden mir meinen Anteil! Ihr Anteil, Eddie.
hing davon ab, dass sie meine Befehle befolgen. Sie sagten, Drake sei gefangen und die Insel sicher. Oh, das ist Blödsinn, Roman. Und das wissen Sie! Wir sind fertig, Mr. Roger. Hey, Camo! Mattia, Dallo! Sielan! Warum haben Sie nochmal diesen abergläubischen Trottel angeheuert? Sie wollten jemand Billiges. Tja, man kriegt, was man bezahlt, nicht wahr? Und was ist mit dir, Navarro? Bist du das Geld wert, was ich zahle? Das Lager ist hier. Ich bin sicher. Wenn Sullivan die Wahrheit sagt... Was er nie tut... Aber er weiß, dass wir ihn töten, wenn er lügt. Blödsinn. Er weiß, dass wir ihn töten, wenn wir den Schatz finden. Also warum sollte er die Wahrheit sagen? Wirklich, Navarro. Dein Verstand scheint noch in dem Slum zu sein, aus dem du gekrochen bist. Ich brauche nur etwas Zeit. Die Jagd nach deinem Schatz erweist sich als schwieriger, als er wert sein dürfte. Ich sage Ihnen doch, Eldorado ist mehr wert, als Sie sich jemals vorstellen können. Das will ich hoffen. Ja, Sully, ich drehe mich hier im Kreis. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Glaub schon, ja. In Ordnung, gib uns Bescheid, wenn du etwas findest. Ja. Das muss es sein. Ja. Ah, sieh mal an. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja? Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. Ja, so ein verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich nicht. Einmal weglocken, kommt sofort. Und Sully? Ja? Wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben, das ist sicherer. Geht klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Hey. Hey. Ich wusste, dass du schaffst. Und was jetzt? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Moment mal. Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Ich glaube, wir sind im Geschäft. Ja. Vorsicht! Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte! Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh oh. Oh Mist. Was ist das denn? Sully, los, raus da! Was? Das ist eine Falle! Sullivan, alles okay? Sully! Ja, bestens.
Alles noch dran. Unkraut vergeht nicht. Na dann, geh besser in die Bibliothek. Wir müssen irgendwie anders hier rausfinden. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Ja. Was ist das hier? Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Wo sollen wir lang gehen? Warte mal. Ich bleib hier und halte Ausschau und du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. Was war das? Mann, ich hab mich total verirrt. Das muss für irgendwas gut sein. Sally, hörst du mich? Verdammt, nichts. In der Ecke von Jakes Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. Hey, Bulle! Wer überlebt, kriegt das Gold! Du bist es nicht. Tötet beide. Das wird ja einfach immer besser. Versuchen wir es hier lang. Ist nichts. Kommt mir bekannt vor. Nate? Strake. Er hat ihn nicht gefunden. Er ist hier gestorben. So viel zu großem.
sein Leben vertan. Für gar nichts. Nate, können wir weitergehen? Ja. Liebend gerne. Es muss doch hier rausgehen. Es sieht so aus, als wäre dort oben ein Mechanismus. Hey, da ist eine Leiter. Wenn du mich hochhebst, komme ich vielleicht dran. Gut, klettere weiter. Du bist schwerer, als du aussiehst. Kommst du dran? Sieht aus wie ein alter Flaschenzug. Da ist ein Seil. Ich versuche es zu dir runterzulassen. Ich sehe einen Tunnel. So kommen wir raus. Hallo, Jungs. Ja. Ruhig, Eddie, ruhig. Was zum Teufel ist da draußen los? Hast du sie nicht gesehen? Oh, nein. Oh, Gott, nein. Das war's. Verdammt, was ist das? Wir sind tot. Wir sind alle tot. Eddie, komm wieder her. Oh, Mist. Rick, falls wir hier nicht rauskommen, nur dass du es weißt, ich hasse dich. Nicht jetzt, Eddie. Bringen wir es hinter uns. Hölle ist auf los! Schaff bloß das Seil hier runter! Sie bestimmt nicht durch. Nate. Was? Wo sind wir? Ich
weiß nicht. Los! Wow, das erklärt das U-Boot im Amazonas. Nate, hierher, schau doch mal. Die haben ihn gefunden. Sie haben das Lager aufgebrochen und leergeräumt. Ja, aber was hat das Kloster damit zu tun? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Wenn die Statue jetzt dort sein soll, oh, dann müssen wir genau darüber gewesen sein. Ich schätze, damit kommen wir hoch. Die haben wohl die Stromrechnung nicht bezahlt. Ach, Mist! Ich wette, wenn wir es bis zum Generatorraum schaffen, könnten wir den Strom wieder einschalten. Aber zuerst müssen wir hier rausfinden. Warte, was machst du da? Was machst du da? Hier rausfinden. Nicht schlecht. Okay, gehen wir. Nein, du gehst alleine, Cowboy. Was meinst du? Nate, den Sprung schaffe ich einfach nicht. Ich lasse dich auf keinen Fall hier allein mit den Viechern. Wir haben keine Wahl. Schalte den Strom ein und komm mich dann holen. Und dann verschwinden wir endlich, okay? Mach schon. Ich bin gleich wieder da. Ja. Sullivan, melde dich. Ach, es nützt nichts. Ich habe hier drin keinen Empfang. Was zum Teufel war hier los? Nein! Das muss der Generatorraum sein. Ein Glück. Es wird langsam zu einem echt miesen Tag. Oh Mann, die Viecher haben sie erledigt.
mein Ende naht. Die Teufel jagen mich im Dunkel. Das Gold von Eldorado ist mit einem Fluch belegt. Die Spanier entfesselten die Hölle und wurden zu Dämonen. Meine Männer sind alle tot. Ich muss es allein vollenden. Kein Schiff wird diese Insel verlassen. Ich habe alle zerstört und die Stadt überschwemmt. Das Böse darf dieses Eiland niemals verlassen. In meiner letzten Stunde empfehle ich meine Seele Gott. Erbarme dich dieses unheiligen Orts. Francis Drake. Mein Gott. Oh nein, nicht schon wieder. Kein Mikrofon? Wie schade. Nee, hau ab, bevor... Ah! Elena, lass sie in Ruhe, ihr Mie... Na warum, wenn du noch nicht mal ein kleines Mädchen im Griff hast? Soll nicht mehr vorkommen. Versprochen. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte mich nur bedanken fürs Finden von Eldorado. Na klar. Ach, ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn wir Miss Fisher noch etwas behalten. Nur damit Sie und Ihr werter Partner keine Dummheiten anstellen. Bis dann, Nate. War ein Vergnügen. Ja, das Lachen wird dir schon noch vergehen, Dreckskerl. Das klingt nicht gut. Los, los, los! Du bist tot! Lass sie dich durch! Da ist er! Sully, bist du da? Verdammt! Sully, melde dich! Oh, Gott sei Dank, Nate. Wo bist du? Unterwegs zu dir. Sie haben Elena. Wir müssen sie aufhalten. Hab selbst Probleme. Die Mistkerle halten mich vor der Kirche in Schach. Bin fast da. Die wissen nicht, was sie anrichten können. Was soll denn? Ich weiß nicht wie, aber die Statue hat die ganze Kolonie und dann noch die Deutschen gekillt. Wow, wie bitte? Keine Zeit, wir müssen zu der Kirche.
Verdammt, sie sind überall! Bleib zurück, Sully! Komm, Sully! Da müsste ein Geheimgang direkt unter dem Altar sein! Was zum Teufel los ist? Drake wollte den Schatz nicht dir wegschaffen, Sully. Er wollte sicher gehen, dass er hier bleibt. Was? Er ist verflucht oder so. Oh, nee. Um Himmels Willen. Hey, ich weiß, das klingt irre. Du musst mir einfach vertrauen. Sollten langsam wissen, dass ich auf alles vorbereitet bin. Weg mit den Waffen. Da rein. Keine Dummheiten, bitte. Oder sie wird sterben. Gut. Nun entschuldigen Sie mich. Ich bin gleich wieder da. Wie großartig. Ein Meisterwerk. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist nur eine Hülle. Der wahre Reichtum von Eldorado liegt im Innern. Haha, öffnen Sie es! Adios, Jefe. So wenig Fantasie. Mach hin, Loren! Mach hin, Loren! Navarro, das Ding hat eine ganze Kolonie ausgelöscht. Du weißt nicht, was du tust. Falsch. Ich bin der Einzige auf dieser Insel, der überhaupt weiß, was er tut. Cague la statua. Cuidado! Ihr seid einfach nur blind. Alle. Ihr streitet euch um unbedeutende Schätze. Habt ihr eine Ahnung, was das wert ist? Beim richtigen Käufer? Levantalo! Levantalo! Oh nein, was zum Teufel ist das? Verdammt, was sind das für Viecher? Das sind die Spanier, Sully. Sie waren nie weg. Gott, wenn es die Insel verlässt. Du musst ihn stoppen. Ich gebe dir Deckung. Los! Oh mein Gott!
denn los? Tötet ihn! Da drüben, du bist... Na los! Du entkommst mir nicht mehr! Elena! Nein, und jetzt? Ich hab dich! Du bist tot, Drake! Alles okay? Nate! Achtung! Adios, Mistkerl! Für einen Tag. Ja, ja, Welt gerettet, das Böse besiegt. So wie immer. Wirklich? Ja, schade nur, dass wir am Ende leer ausgehen. Naja, weißt du, ich konnte eine Kleinigkeit retten. Hier, ich dachte, das vermisst du vielleicht. Danke. Ja. Ja, vielleicht eine Vorstellung von Romantik? Sally! Wow, du siehst scheiße aus. Und die anderen erst. Hab ein Boot. Wir haben schon eins. Ja, ein großes. Das hier finde ich besser. Sally, du bist ein verdammter Teufelskerl. Oh. Die Piraten, von denen ich's hab, brauchen's bestimmt nicht mehr. Tut mir leid wegen deiner Story. Oh, nicht so schlimm. Es gibt noch mehr. Du schuldest mir eine? Ich bin dabei.